Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute was ganz, ganz Besonderes, denn heute machen wir PES-Special-Video, Torwart-Karriere-Video. Das Ganze haben wir bei Jan schon gemacht, ein cooles Champions-League-Special. Und wir gucken einfach mal so mehr oder weniger, wie einfach die Torwart-Karriere in PES 21 funktioniert, wie das alles klappt, und wir haben natürlich den Experten dabei von der FIFA 21 Torwartkarriere. Jan, herzlich willkommen. Ja, das wird auf jeden Fall was ganz Großes. Torwartspielerkarriere kann ich jetzt im Pro Evolution Soccer. Schauen wir zusammen, ob das auch wirklich klappt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Leute, wir haben das Ganze, wie gerade schon angesprochen, bei Torwartprofi Jan auf dem Kanal schon gemacht. Die ersten drei Hinspiele der Champions League Gruppenphase haben wir gespielt. Und ja, heute werden wir die drei Rückspiele spielen. Sehr spannende Ausgangslage, also unbedingt bei dem Video rechts oben beim i bei Jan vorbeischauen. Und jetzt haben wir eine spannende Ausgangslage und spielen im ersten Spiel Bayern München gegen Benfica Lissabon zu Hause in München. Und naja, ich meine, wir müssen auf jeden Fall gewinnen, um hier direkt was zu reißen. Auf. Es wird crazy. Was wir schon festgestellt haben, ist, dass die Paraden extrem cool sind, aber auch deutlich schwerer zu machen sind. Deswegen hoffe ich, dass ich hier nicht so viel jetzt kassiere. Das wird krass. Und Jan spielt natürlich auch gleich noch eine Runde. Ist ja ganz klar. Manuel Neuer Special bei FC Bayern München. Leute, wenn euch sowas gefällt, Torwart bei PES, dann könnt ihr das natürlich gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht geht ja da was. Mal schauen. Jetzt kommt die Flanke. Schöne Fastabwehr, war aber sogar abseits. Schade. Paradenpunkt hätte ich gern mitgenommen. Oh, leck mich doch am Arsch. Rettin, oh. Das ist auch wichtig, solche Sachen zu machen. Ja, was macht denn der Alaba da? Oder wer war das denn? Saar. 0-0 zur Halbzeit, das ist noch ein bisschen zu wenig. Auf jeden Fall. Ja, aber für die Gegner, ja. Oh mein Gott, da versuchen sie es spektakulär. Ja, es gibt einen Eckball. Die Eckballperspektive, wer schon in den Jan-Videos gesehen hat, ja, gewöhnungsbedürftig. Aber man sieht viel. Auch wenn es natürlich... Und da musst du hin und da ist er da, der Manuel. Ah, die Abwehr nicht perfekt natürlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, zum Gegner und jetzt schnell, schnell, schnell. Boah. Ich wollte natürlich eigentlich weg. Also fangen so, aber... Eieiei, da muss man noch die gelbe Karte dafür zücken. Ey, schon wieder. Was ist das denn? Oh, der ist sogar verletzt vielleicht, ganz bitter. Robert Lewandowski wird da gelegt und er schied sich der Sache nichts. Du oh mein Gott. Ins Tor. Der Manuel sagt da nichts. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet, dass du auch so spät was sagst. Ja, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass hier nicht so die Angriffsszenen dabei sind jetzt. Robert Lewandowski, oh, bitte. Ja, Mann. Wie geil ist das denn? Und wir... kriegen keine Toranimation hier hin. Nichtsdestotrotz können wir uns darüber freuen, dass hier das 1-0 gefallen ist. Jetzt nachgereicht die Toranimation. Sehr, sehr cool. Robert Lewandowski, das so, so wichtige 1-0 in der 85. Spielminute. Und Leute, jetzt muss das einfach so weitergehen, dass wir das gut runterspielen. Komm, pfeif ab, Schiri. Komm, hol den Ball, pfeif ab, pfeif ab, pfeif ab. Alles jetzt komm, jetzt muss abpfeifen. Yes! Leute, in diesem Heimspiel nicht ganz so viel zu tun gehabt, aber das, was ich zu tun hatte, habe ich auf jeden Fall rausgeholt. 1-0 dann durch Lewandowski gemacht und gewonnen. Mega nice. Boah, wenn wir zusammen einsetzen, dass das yes. Dann noch größer wäre. Manchester hat gewonnen. Das heißt, wir haben 4 Punkte Abstand. Das heißt, wenn wir jetzt gegen Basel gewinnen, ist alles safe. Leute, nach diesem ganz, ganz wichtigen Sieg, 3 Punkten, lege ich den Controller zur Seite, denn wir lassen jetzt für das vermeintlich einfache Spiel den Profi ran. Jan, du darfst das letzte Spiel jetzt spielen. Das letzte Spiel. Wir gewinnen das jetzt und naja. Dann gibt es zwar noch ein Spiel, aber dann sind wir, das können wir entspannt bestreiten. Ich hoffe, ich mache das gut. Du machst es sicher gut. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und dann werden wir hier hoffentlich mit 3 Punkten rausgehen und dann letztendlich das Ganze gegen Manchester United ganz easy bestreiten.
schauen wir mal, ob wir es ja, schaffen. Ich bin Manuel und deswegen. Ich bin Manuel. Ja. Ja, ich meine, du hast es nochmal vorgelegt. Wir haben jetzt beide Spiele gegen Basel gewonnen, das ist wichtig. Und wenn wir gegen jetzt. Lissabon. Gegen Basel spielst du gegen jetzt. Gegen Benfica haben wir beide Spiele gewonnen, so. Und jetzt gegen ja, Basel habe ich im Hinspiel 0-0 rausbekommen. Ja, und wenn wir jetzt hier wieder unentschieden, das wäre natürlich auch schon stark. Klar, noch ein Sieg wäre noch besser. Ja, wir sind zu Hause, wir müssen gewinnen. Ja. Auf geht's. Das ist das Einzige, was. Jo. 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 Oh. Auf. Ja, du spielst doch gerade. Pass auf, sagte er. Und sagte. Oh. Über. Gott sei Dank. Ich glaube, ich bin ja da. Normal. Ich bin. Ach komm, Alter. In dieser Folge hast du noch keine. Jetzt hast du bald drei. In der Champions League bei drei gelben Karten ist, glaube ich, aus. Aus und vorbei. Du musst die zurückhalten. Ich habe ja nicht, als wenn ich noch eine gelbe Karte habe. Höre der Paul. Drehung, Schuss und sogar gefangen. Ja, oh, auf Fuß getreten. Jetzt, da ist keine gelbe Karte. Nee, das ist keine gelbe Karte, aber Alaba macht er jetzt hoffentlich rein zu 1-0, bitte. Alaba, oh, ja! Yes, wir sind heim und deswegen. Alaba! Jawohl, ganz, ganz ja, wichtig. Ja, ja. Wenn du jetzt die Null hältst, was du bisher in jedem Spiel gemacht hast, dann. Dann ist geil. Dann ist mega geil. 1-0 zur Halbzeit, das nehme ich mit. Alter, bist du. Irre der Paul. Oh mein Gott, Jan. Ja, das ist gut, das war. Oh, das ist gut. Oh! Oh. Ich spiel in der Torwart, nennt man sowas. Nein. Da hast du nicht so gut mitgespielt. Ich springe am Ball vorbei. Das muss man sagen, ist in PES halt was ganz Interessantes. Das macht die Torwartkette echt spannend, weil wenn man springt, dann springt man halt auch. Also wenn du nach rechts springst und der Ball nach links kommt, da gibt es keine Autokorrektur wie in FIFA, dass er dann trotzdem irgendwie probiert, den zu halten. Hier springt er einfach in die falsche Ecke dann. Das hat man jetzt gesehen. Ja, naja, ein bisschen links. Ein bisschen links von meiner Standposition. Alter! Ich will aus nächster Nähe das 2-1 beobachten. Ja, während die hinten an deinem Tor stehen. Oh ja, oh ja, ja! Yes. Ganz wichtiges Tor zum 2-1. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet, aber es ist unglaublich wichtig, Leute. Unglaublich wichtig. Da wird umgerührt. Umgerührt. War, so haben die das gemacht. So. Und dann probier. Nein. Oh. Der schießt nochmal und der wäre ins Ausgegangen. Weiß, aber ich, das nicht. Auch ist weiß ich nicht. Ich glaube schon, aber das ist auch eine Sache. Wenn Pro Evolution Soccer in FIFA geht, dann eigentlich immer weg und macht die Parade nicht, wenn er ins Ausgeht. Hier macht das tatsächlich. Und ich glaube, der wäre halt tatsächlich ins Ausgegangen. Aber egal. Ja, war auf jeden Fall knapp. Ja. Also ich. Wäre auch hingegangen, hast du gut gemacht. So gibt es aber jetzt auf jeden Fall Ecke, das bleibt natürlich jetzt heiß. Nimmt uns aber auch ein bisschen Zeit von der Uhr. Ist okay. Boah. Letzte Möglichkeit, und jawohl! Und jetzt Uhr. Chill, Zeit, chill, Zeit, chill. Ja. Hau ihn ganz hoch oder so. Ja. Ganz okay. Hoch, richtig jawohl, flach. Yes, Mann, wir sind weiter in der Champions League. Du hast es geschafft, du hast es gerettet. Und das freut mich natürlich auf jeden Fall schon mal, dass du das geschafft hast für uns. Und ja, jetzt letztes Spiel, Ehrenrunde. Aber das war wirklich ganz, ganz stark von dir. Richtig gut. Auf geht's, auch du packst das natürlich. So eine schicke Sache. Das ist das Stadion von Old Trafford. Manchester, auch eine lizenzierte Mannschaft. Manchester United, Leute,
hat gerade ihr Spiel gegen Benfica Lissabon verloren. Das bedeutet, dass ein Unentschieden uns reichen würde hier, um, ja, quasi, oh mein Gott, Robert Lewandowski. Oh, ein Unentschieden würde uns reichen auf jeden Fall, um auf Platz 1 zu bleiben, denn wir sind jetzt gerade auf Platz 1 und mit dem Sieg und oder Unentschieden wären wir natürlich immer noch auf Platz 1. Ich glaube, ich kann nicht nach vorne schalten. Und es fällt! Und es fällt! So, da Jerome! Der Jerome, Leute, und ich konnte nicht nach vorne schalten. Es tut mir leid, also das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das wollte. Aber wir haben das Tor natürlich trotzdem gesehen und wir können das der Wiederholung nochmal ganz, ganz kurz anschauen. 1:0. Also, ich habe gerade gesagt, unentschieden oder Sieg reicht uns. Wenn wir mit 1:0 hier in 5. Minute, also mindestens ein Unentschieden, sollten wir dann schon mitnehmen, wenn wir so energisch hier reingehen. Oh mein Gott. Oh. Geht voll gut, ja. Wenn dann noch jemand als Anspielstation gewesen wäre. Oh mein Gott, ganz frei! Nein! Das 1:2. Das kam ein bisschen aus dem Nichts. Stellungsspiel vielleicht nicht ganz perfekt. Aber es war auch schwer. Weil er war sehr nah an mir dran. Das ist halt das Problem. Wenn so ein Spieler alleine vor dir auftaucht, dann lässt er sich das nicht nehmen. Ja. Ja, ist für einen Torwart natürlich auch ganz unglücklich. Aber. Sad. Leider. 1:1 jetzt hier, das muss nicht sein. Alaba. Auf Sahne. Serge Gnabry und Lewandowski. Oh, die Offensive, also das ist ein Spektakel hier heute bei dem Spiel auf jeden Fall. Thomas Müller mit der Schussgelegenheit. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Der dreht sich leider raus, aber sonst war er echt gut. Das spielt Alaba eigentlich Rechtsverteidiger. Was macht denn Hansi Flick da? Aber es funktioniert ja gerade. Robert Lewandowski, wieder mit der Schussgelegenheit, Alter. Ist das Alu gewesen? Nee, hinterher fassen. Ach du, oh mein Gott. Oh, das ist ein Fehler. Naja. Ja gut, ich stand halt weit draußen, aber ich konnte es nicht richtig einschätzen, wo die Flanke hinkommt. Na, war schwierig zu sehen. Wenn der Spieler natürlich das Kopfballduell mitgewinnt, dann ist natürlich was ganz anderes. Aber wenn du auf der Linie stehst, hast du ihn auch. Ich meine, ich wollte raus, um ihn halt eben abzufangen, aber ich stand halt unglaublich schlecht. Halbzeit, Leute, 2:1. Dafür, dass wir gut spielen, also bis auf mich, ist das halt echt schade. 2 Schüsse, 2 aufs Tor, 2 drin. Miese Prise, ey. War natürlich kein Glanz in dieser Gruppe, war natürlich auch kein Glanzspiel von mir. Und das ist die erste Niederlage tatsächlich, bisher ungeschlagen, aber trotzdem natürlich, wie gesagt, nicht mit Bravour dadurch gegangen. Wobei wir natürlich trotzdem weiter sind, wie Jan gesagt hat, auf Platz 2. Ich hatte auf jeden Fall Spaß in dieser Gruppenphase. Mir hat das Torwartspielen auch wirklich Spaß gemacht. Also gerne Sachen in die Kommentare reinschreiben. Und dann würde ich mich jetzt auch noch bei Jan bedanken, der hier natürlich gut gehalten hat und uns die Gruppenphase gesichert hat. Deswegen danke, Jan. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Gerne, gerne und haut rein. Ciao.